Herzlich willkommen zurück hier auf der Bühne Nummer 2 zum zweiten Vortragsblock für heute. Wir haben wieder insgesamt 3 Vorträge. Der erste und der letzte Vortrag werden jeweils als Video oder stehen jeweils als Video zur Verfügung. Der mittlere Vortrag wird ein Live-Vortrag sein. Beginnen wird Arnulf und Johann mit einem Vortrag über das Smart Mapping, amtliche Daten als Vektorteils. Danach wird es einen Vortrag vom Theodor geben über interaktive Spaziergänge für die Entwicklung von essbaren Pflanzen. Und abgeschlossen wird der Vortragsblock hier mit dem Vortrag von Marion und Benjamin über Kartografierung von Business-Daten. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, nutzt dafür bitte gerne den Fragen-Tab. Wir haben danach in jedem Fall immer ein paar Minuten Zeit, die Fragen durchzugehen. Ansonsten viel Spaß mit dem Vortrag oder mit dem ersten Vortrag vom Arnulf. Bis gleich. Vielen Dank für die Einführung. Smart Mapping, amtliche Daten als Vektorteils ist der Vortrag, den ich jetzt kurz vorstellen möchte. So sieht die Webseite aus von dem Projekt und ich kann euch empfehlen, da mal drauf zu gehen. Da ist alles sehr detailliert beschrieben mit Karten, Anwendungen, Dokumentation, Beispielen, wie man das einsetzen kann. Ich gebe eine Übersicht, Einführung und Rahmenbedingungen. Johann Sehner vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Bayern wird dann zur Technik und den Ergebnissen erläutern. Mein Name ist Arnulf Christel. Ich arbeite als Senior Consultant für die Terrestris GmbH und Co. KG und bin Agile Coach unter dem Brand Metaspatial und ex-Borg auch als 7of9 viele Jahre bekannt in der OSGEO. Eine kleine Einführung. Wir leben ja in der Bundesrepublik Deutschland in einer föderal organisierten staatlichen Umgebung und da ist die Vermessung Ländersache. Deswegen gab es historisch bedingt bereits verschiedene Dateninhalte, Strukturen, Projektionssysteme, Datennutzungsrechte und Organisationsformen von der Düne im Norden bis zum Berggipfel im Süden. Und als relativ früh hat sich dann die ADV schon gebildet und das ist die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Ziemlich viel Worte für nur 3 Buchstaben. Die Organisationsstruktur ist erstaunlich einfach. Es handelt sich hier auch nicht um ein Amt oder Ministerium, sondern wirklich nur um eine Arbeitsgemeinschaft. Die Mitglieder rekrutieren sich aus allen Ländern. Und es gibt Arbeitskreise und aus den Ländern die Chefs, die sitzen im Plenum. Und das Plenum kann zur Durchführung bestimmter zeitlich begrenzter Arbeiten auch Arbeitsgruppen einrichten. Und Smart Mapping ist genau solch eine Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe bekommt dann einen Auftrag. In diesem Fall war das jetzt ein gemeinsames Verfahren zur Erstellung von topografischen Karten und Präsentationsgrafiken zu entwickeln, um ADV-Produkte mit aktueller Technologie bereitzustellen. Was sind ADV-Produkte? Geht auf die Webseite, guckt es euch an. Man kennt vielleicht ATGIS oder DTK, aber auch SAPOS, Vermessungspunkte und so weiter. Das sind alles Produkte der ADV. Jetzt möchte ich dieses Projekt kurz vorstellen. Smart Mapping soll also ein Verfahren entwickeln, das ist jetzt schon konkretisierter, welches diese Daten der amtlichen Vermessung, zum Beispiel ATGIS oder Höhendaten, länderübergreifend mit aktueller Technologie verarbeitet und zusammenführt und dann in hoher Qualität bereitstellt, um später mal bestehende ADV-Produkte abzulösen. Diese Ziele sollen erzielt werden durch bundesweite Kooperation, durch Kommunikation in gemeinsamen Lösungen von Bund und Ländern, wirtschaftlich und effizient, bla bla bla, wenige für alle. Und es sollen vor allen Dingen auch Erweiterungen von Entwicklerwissen stattfinden und Entwicklerwissen soll gebündelt werden. Es sollen also die Länder zusammenarbeiten, was ja unerhört ist. Es sollen neue Technologien ausprobiert werden und das Ganze muss natürlich verteilt passieren, weil die Leute in unterschiedlichen Ländern zu Hause sind. Und zu dieser verteilten Entwicklung, Videokonferenzen, Chats, agiles Zusammenarbeiten, da gibt es einen eigenen Vortrag, nämlich agile Entwicklung, Open Source und amtliche Daten. Den habe ich am Montag gehalten, der ist auch als Video noch zu sehen. Die Organisationsform ist, dass eine Kerngruppe von 20 etwas mehr Menschen aus den Landesvermessungsämtern und dem BKG freigestellt werden zu unterschiedlichen Prozentanteilen, um in diesem Projekt Smart Mapping zu arbeiten.
Die kommen, diese Mitarbeiter, die Teams kommen aus dem Vermessungswesen, der Kartografie, auch Softwareentwickler, Verfahrensmanagement und Projektleiter. Das ist also alles vertreten. In der Arbeitsweise sollte das agil ablaufen. Die Projektabläufe waren aber eher ungewohnt. Das ist, wo ich dann ins Spiel gekommen bin. Als Scrum Master wurde ich engagiert, um Einführung zu geben in agiles Projektmanagement. Scrum alleine funktioniert da aber nicht. Deswegen haben wir Kanban und XT-Methoden auch mit reingenommen. Ich nenne das mal den Meta-Special Mix. Und wir haben angefangen mit zweiwöchigen Sprints, Review-Meetings, Sprint-Planning-Meetings, Backlog-Refinements, Scrum Master, Product Owner, User Stories, Scrum Pro Kanban, Fibonacci. Die ganze Palette einmal rauf und runter. Das hat zum Teil funktioniert, zum Teil hat es nicht funktioniert. Einiges wurde abgelehnt, anderes übernommen. In den Anpassungen, das ist auch ein agiler Bestandteil dieses ganzen Vorgehens, haben wir als erstes die Abschaffung der Dailies beschlossen, weil die Leute gar nicht Zeit haben, genau und zu einem gleichen Zeitpunkt morgens da eine Viertelstunde anzutanzen und zu sagen, was sie machen. Manche arbeiten nur einen Tag in der Woche und dann Daily zu machen, macht irgendwie keinen Sinn. Abschaffung des Scrum Masters, das habe ich selber gemacht. Die brauchen keinen, die sind so gut und so selbstorganisiert, dass das nicht erforderlich war. Dafür haben wir eine wöchentliche Regeltelco eingeführt und Sprintlängen von 4 bis 5 Wochen, was eher lang ist, aber noch aus der Zeit stammt, als wir gesagt haben, wir wollen uns auch persönlich treffen und man kann natürlich aus allen Bundesländern nicht jede 2 Wochen irgendwo hinreisen, um sich da zu einem Sprint-Meeting zu treffen. Quartalsweise wird das Backlog-Refinement auch auf Epic-Level gepflegt. Manchmal reicht es auch nur alles halbe Jahr. Aber da wir berichtspflichtig dem ADV-Plenum gegenüber sind, muss das auch regelmäßig gemacht werden. Der Product Owner wurde, ich sag mal vorsichtig, demokratisiert. Es gibt keinen Product Owner in der Form, da ja die Länder, wir haben ja 16 Stück von der Sorte und dann noch Ministerien drin, die haben unterschiedliche Meinungen. Das kann nicht durch einen Product Owner vertreten werden. Deswegen sind das eher immer Teams, die entscheiden, wo es lang geht. Die Teams wurden aufgelöst und neu thematisch sortiert. Es wurde also viel intern auch an der Struktur immer wieder mal verändert. Wir setzen jede Menge kollaborative Tools ein, die alle webbasiert sind. Zum Beispiel ein Wiki, das ist ein Conference, ein Ticketsystem. Wir verwenden da Kanban, was ich für ausgesprochen hilfreich halte in solchen Teams, wo man so Aufgaben hin und her schieben kann und auch planen kann und bestücken. In der Source-Code-Verwaltung sind wir ein bisschen andere Wege gegangen mit Fossil. Das ist extrem lightweight, aber sehr leistungsfähig. Kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ist halt nicht der Einheitsbrei mit GitHub oder GitLab. Im Chat sind wir in Metamouse unterwegs, weil Slack aus den Ämtern einfach nicht erreichbar ist. Als Videokonferenz verwenden wir Jitsi, aber auch das ist aus dem Amt nicht immer erreichbar. Deswegen als Ergänzung WebEx, mit dem wir die großen Meetings machen. Der Vector Style Management Editor, MBSDL Editor, wird noch vorgestellt, nachher kurz von Johann Sina und noch vieles mehr an Tools. Ja, ein vielleicht etwas schwieriges Thema, gerade auf so einer Konferenz, und geht mir auch etwas schwer über die Lippen, weil ich ja Open Data Fan bin. Das Verfahren ist als Beta-Version freigegeben und kostenfrei ohne Anmeldung nutzbar. Jedoch, da wir in einem föderalen System sind, die etwas länger brauchen manchmal, gibt es da etwas Kleingedrucktes. Und im Moment ist es so, dass es verboten ist, Vektorteils herunterzuladen und dauerhaft zu speichern. Macht aber sowieso nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil die ja über Nacht neu gerechnet werden. Nicht alle, aber die, die sich verändert haben. Und deswegen also ein solches Archiv zu historischen Zwecken vielleicht sinnvoll ist, aber nicht, um damit tagesaktuell zu arbeiten. Mit dem Print-Editor erzeugte gedruckte Karten darf man nicht verkaufen. Aber es ist erlaubt, die Anwendung zu nutzen, sowohl Map als auch Print-Editor, Kartenanwendungen in andere Webseiten einzubinden, Karten auszudrucken, Schummerungsdienste zu Testzwecken in andere Anwendungen einzubinden und so weiter. Und wenn Ihnen eine Nutzung einfällt, die Sie jetzt noch nicht hier sehen, dann sprechen Sie uns an. Wir sind das Projekt, wir können da auch was machen. Terms of Service sind wie klar, es ist eine Beta-Version, keine dauerhafte Verfügbarkeit und Dienste und Daten sind wie besehen, as is. Jetzt wird es eigentlich erst spannend, die Anwendungen. Das ist ein Map-Editor und Print-Editor und jede Menge Beispielanwendungen, die man auf der Webseite sich angucken kann. Die Architektur, wie ist das Ganze gerechnet worden? Ich gehe mal hier kurz auf die Folie drauf. Also hier oben werden die Daten reingerechnet aus der PostgreSQL-DB. Hier der vorderste Teil des Imports ist da noch gar nicht mit drin. TLX-Server rechnet das Ganze.
Hier kommen die Dienste mit raus. Und hier unten, das ist so ein Bereich, wo wir gerade noch am Arbeiten sind, die Präsentationsgrafik P10, das wäre so ein DTK10-Ablösung vielleicht mal. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Und ganz wichtig, 3D-Teils, die sind nur noch etwas schwer. Da müssen wir noch ziemlich an der Performance arbeiten. Doch darauf geht auch der Johann nochmal weiter ein. Entwicklungsumgebung, ein Debian, Postgres, T-Rex, Map Editor. Alles in der Entwicklungsumgebung Open Source, selbstverständlich. In der Zusammenfassung, die Bedingungen für Open Source haben sich massiv verbessert. Open Data ist auf dem richtigen Weg, auch wenn wir noch nicht da sind. Föderale Strukturen fördern Innovation, das war für mich neu und eine gute Erfahrung. Anwendungen mit Vektorteil sind erst im Kommen. Da fehlt noch viel, da muss noch viel kommen an guten Ideen. Und auf Basis von diesen Smart Mapping Produkten, die da kommen, geht da, glaube ich, auch eine ganze Menge. Deswegen Smart Mapping muss jetzt in die Nutzung kommen. Die Arbeitsbedingungen im Amt sind nicht agil, das war uns schon klar. Aber wenn ein hervorragendes Team wie das, was ich da habe, das ist genial. Das ist nicht mein Team, sondern ich bin da nur zufällig reingerutscht und darf da mitmachen. Das ist ziemlich klasse. Und weiter geht's mit Johann, der jetzt noch ein bisschen die Ergebnisse und die Technik vorstellen wird. Vielen Dank und bis später. Besten Dank, Arnulf, diesen Teil übernehmen zu dürfen und ein Hallo aus der Oberpfalz an alle Teilnehmer. Wir steigen direkt in den Produktionsprozess ein, indem wir uns zuerst die Ergebnisse ansehen. Hier sehen Sie den farbigen Standardkartenstil, welche über die URL ganz oben aufgerufen werden kann. Dahinter steckt ein Vektorkachelarchiv für ganz Deutschland. Das sind 9 GB und passt damit bequem auf ein heutiges Smartphone. Zweites Beispiel, der Reliefkartenstil. Hier sind 2 weitere Kachelarchive hinterlegt, und zwar die Höhenlinien, welche ja nicht in jeder Kartendarstellung gebraucht werden, und deswegen haben wir sie ausgelagert in ein eigenes Vektorkachelarchiv. Und bei der Schummerung haben wir uns für eine Rasterschummerung aufgrund der höheren Qualität entschieden. Dieser Workflow zeigt stark vereinfacht den Ablauf des Produktionsprozesses. In der Mitte die 3 genannten Kachelarchive, auf der rechten Seite die entsprechenden Dienste, ganz links wiederum die Eingangsdaten und zentral die Datenbank, welche für dieses Projekt eigens konzipiert und umgesetzt werden musste. Ja, welche Software setzen wir ein? Das Produktionsverfahren ist Linux-basiert. Kedal setzen wir ein zur Ableitung der Schummerung und der Höhenlinien. GeoServer für den Schummerungsdienst. Python-Skripte übernehmen den Datenimport. Die Datenbank ist eine PostgreSQL-Datenbank mit PostgreSQL-Erweiterung. Die Vektorkachelarchive werden mit dem T-Rex-Tile-Server erzeugt. Und für das Kartendesign setzen wir den Maputnik-Editor ein und eine Eigenentwicklung, den MBSDL-Compiler. Das ist eine Auswahl an verwendete Software. Insgesamt sind wir hoch zufrieden mit den wirklich sehr, sehr leistungsfähigen Komponenten, die hier im Einsatz sind. Schauen wir uns die Datenquellen ein bisschen genauer ein. Die sind hier aufgelistet. Das Basis-DLM ganz oben ist die zentrale Datenquelle, wird gepflegt von den Bundesländern und wird täglich bis monatlich zusammengefasst und fließt automatisiert in das System ein. Ein weiteres Beispiel in der vierten Zeile, das sind die Klötzchenmodelle aller Gebäude in oder alle Bauwerke in Deutschland, welche schon zusammengefasst im CityGML-Format vorliegen. Ja, zu den Vektorkachelarchiven. Da mussten zu Beginn Grundsatzentscheidungen getroffen werden, ob man es schnell oder stark machen möchte. Beides geht nicht. Der Mittelweg ist natürlich ein Kompromiss. Wir haben uns ein bisschen stärker für die Qualitätsseite sozusagen entschieden, auch im Vergleich zu anderen Kartendiensten jetzt für Deutschland.
Und ja, beispielsweise heißt das 15 Zoomstufen, detaillierte Höhenlinien und eine Rasterschmorung. Trotzdem müssen die Dienste performant sein. Hier haben wir Ziele aufgestellt, beispielsweise soll der Durchschnitt aller Kacheln kleiner 50 Kilobyte sein und auch zoomstufenspezifisch optimiert werden. Hier ist eine Funktion vom T-Rex Tileserver sehr hilfreich. Das ist das Simplify, welches dann während der Kachelung schon eine Stützpunktausdünnung auch unternimmt. Und auch für ein Datenmodell muss man sich zu Beginn entscheiden. Wir haben kein bestehendes gewählt, sondern ein eigenes entwickelt, optimiert für die amtlichen Geodaten, deutschsprachig und allgemein verständlich. Keine Codes. Ja, die Datenbank in einer Minute zu erklären, ist eine Herausforderung. Hier sehen Sie ganz stark vereinfacht so ein Vier-Stufen-Modell. Ganz oben die Differenzdaten, welche in eine große Core-Table Eingang finden. Und da die Daten unterschiedlich strukturiert sind, werden die Attribute als JSON-B gespeichert. Im nächsten Schritt werden dann relationale Tabellen, die Basisviews, abgeleitet, welche stark vereinfacht sind, keine Hierarchien der Daten mehr beinhaltet, also in einer flachen Struktur und ja, mit sprechenden Namen und thematisch gegliedert sind. Und im letzten Schritt werden dann wiederum Tabellen erstellt, welche optimiert sind für einen Vektor-Webkarte. Und hier sehen Sie diese 82 Tabellen am Ende in der Datenbank, gegliedert nach den 32 Themen oder Layern auf der linken Seite und differenziert nach Zoomstufen. Zum Beispiel die Gebäudeflächen erscheinen in Zoomstufe 12 bis 15 und für jede Zoomstufe wurde ein eigens optimierter Datensatz erzeugt. Dazu ist Generalisierung notwendig. Diese Generalisierung machen wir wann immer möglich in der PostGIS-Datenbank, um wirklich maximale Geschwindigkeit zu haben. Rechts oben das Beispiel der Gebäudegeneralisierung für die Zoomstufen 12 bis 14. Links unten das Beispiel der Flächenzusammenfassung und rechts unten ein Sackgassenfilter, wenn man so möchte. Nur drei Beispiele von mehreren im Einsatz und daran arbeiten wir auch noch in Zukunft. Ja, zum Kartendesign, also zum Erzeugen der Style-Files, verwenden wir zum Beispiel den Online-Editor Maputnik. Über die URL ganz oben kann der aufgerufen werden und dann kann über die Oberfläche das Kartendesign erfolgen. Die Ergebnisse sieht man sofort und man muss auch nicht zwangsläufig JSON-Code dafür schreiben. Um dann auch weitere Kartenstilvarianten automatisiert abzuleiten, setzen wir den sogenannten MBSDL-Compiler ein, um zum Beispiel eine graue Karte von einer farbigen abzuleiten. Und dieses Tool erzeugt auch Sprites aus den SVG-Grafiken. Wer nicht weiß, was Sprites sind, das ist eine Zusammenfassung von Symbolen in einer PNG-Datei und eine zusätzliche JSON-Datei beschreibt dann die Metadaten zu den Einzelsymbolen. Wir haben die erzeugt in 4 Auflösungen, damit sie auch hochauflösend dargestellt und ausgegeben werden können. Ja, Beispiele können Sie sich dann gerne selbst ansehen. So viel zur Produktion. Zur Nutzung des Dienstes gibt es auf der Homepage eine Dokumentation. Da sind auch Tutorial-Videos beispielsweise zu finden. Mittlerweile gibt es mehrere Clients, die die Dienste verarbeiten. Das macht es allerdings auch ein bisschen schwieriger. In MapBox.gl und auch in MapLibre.gl ist alles problemlos. Das ist der Standard. In allen anderen Clients kann es zu abweichenden Darstellungen kommen.
Je komplexer die Kartendarstellung ist, umso wahrscheinlicher ist dann auch die Abweichung. Bei der Mapbox Style Specification, die wirklich stark weiterentwickelt wurde, sollte man auf Rückwärtskompatibilität achten. Wir haben hier bewusst zum Teil ältere Filter-Expressions verwendet, weil nur die in der Breite auch aktuell greifen. In GIS-Systemen werden die Dienste jetzt auch noch nicht in aller Breite unterstützt. Cookies ist da schon auf ganz gutem Weg. Seit letzten Herbst ist dies ohne Plugin möglich. Dabei darauf achten, immer die neueste Version zu verwenden. Schriftarten müssen installiert sein. Der Vorteil hier ist, dass das Koordinatensystem frei gewählt werden kann. Ja, auch bei OpenLayers geht's vorwärts. Wir sind da aktuell im Austausch mit dem Masterportal-Entwicklern, um auch diesen Dienst hier zu integrieren. Und ja, bekanntlich sind die Hardware-Anforderungen noch höher als bei Raster-Diensten. Und aufgrund dieser heute noch bestehenden Defizite haben wir uns entschieden, auch weiterhin noch Raster-Dienste anzubieten als WMS und WMTS. Und dazu müssen Raster-Kachelarchive abgeleitet werden. Und zwar war uns wichtig, am Ende sozusagen des bestehenden Prozesses diesen Schritt dann einzuführen, damit die Karten auch wirklich identisch sind. Dazu setzen wir Tileserver, GL und MapProxy ein. Und hier sind wir noch an Optimierungsarbeiten, um auch die Qualität bei UTM-32 und UTM-33 optimal zu bekommen. Das ganze Verfahren ist nämlich optimiert für WebMerkarta. Und ein ähnliches Verfahren wird auch genutzt, um dann druckbare Karten für feste Maßstäbe im Rasterformat zu erzeugen, auch mit Tileserver GL und Python-Skripten. So viel zu den aktuellen Arbeiten und damit wäre ich am Ende, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an Arnulf. Vielen Dank für euren Vortrag, Arnulf und Johann. Im Fragen-Tab haben wir einige Fragen. Wir wollen mal anfangen mit ein paar technischen. Ich glaube, die erste Frage, die dort so aufgeploppt ist, ist das flache Schema bzw. das Mapping irgendwo zugänglich? Kann da einer von euch beiden vielleicht kurz was zu sagen? Das kann ich gerne beantworten. Auf der Homepage gibt es eine Dokumentationsseite und da ist momentan in einfacher Form das Datenmodell beschrieben für den Vektorteildienst unter Vektorteil API Dokumentation. Das ist der jetzige Stand und aktuell arbeiten wir gerade daran, das vollständige Schema als HTML-Seite abzuleiten mit allen Attributen und Werten. Wird dieses Jahr veröffentlicht. Eine weitere Frage, die relativ hoch gewotet wurde, gibt es alternative Projektionen, insbesondere UTM 32, 33 zu WebMerkarta für die Vektorteils? Könnte auch ich beantworten. Derzeit bieten wir den Dienst nur in WebMerkarta an, da auch die Clients das nur entsprechend verarbeiten können. Das Schöne am T-Rex-Tileserver ist, dass er auch UTM-Projektionen beispielsweise ausgeben kann. Und wenn die Anforderung zukünftig da ist, werden wir das dann auch entsprechend bereitstellen. Ansonsten werden wir die Raster-Kachel-Archive, also die WMS- und WMTS-Dienste, auch in UTM 32 und 33 veröffentlichen. Noch eine weitere technische Frage. Gibt es MBSDL zum freien Download? Könnte auch ich beantworten. Die schnelle Antwort ist nein. Die etwas längere Antwort. Es gab jetzt erst einen Beschluss, Open Source First. Und es ist auch geplant, die Software und Dokumentation öffentlich zur Verfügung stellen. Zeitschiene haben wir jetzt noch keine, aber es gibt einen Beschluss in der ADV dazu. Im Map-Editor sieht man eine unendlich lange Liste von Ebenen für ausgefuchste Kartografen. Sicherlich sehr interessant, ist aber irgendwie noch angedacht, da eine Light-Version oder sowas von euch anzubieten. Auch das
könnte ich beantworten. Also ja, die Liste ist lange. Es sind 500 Styling Layer, um eine gute Karte zu erzeugen, aber das Scrollen ist aufwendig. Punkt 1, es gibt einen neuen Release vom Map Editor, der auch auf GitHub als Open Source zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist die Version 2. Und da gibt es die Möglichkeit, Ebenen zu gruppieren. Das wäre jetzt nur mal sozusagen zur Nutzerführung bequemer. Und ansonsten haben wir momentan 6 Standardstile, die alle nicht leichtgewichtig sind. Das heißt, entweder selbst dann diese erzeugen. Dazu gibt es auch Tutorial-Videos auf der Homepage. Aber auch wir müssen dann, ja, wenn die Anforderung häufiger kommt, darüber nachdenken, zusätzliche leichte Stile mit anzubieten. Ich vermute mal, dass das jetzt eher eine Frage ist, die in Arnulf in seine Richtung geht. Werden Scrum Master wirklich nicht gebraucht, gerade in einem Amt? Nein, die Scrum Master werden nicht gebraucht, weil die Teams so gut zusammenarbeiten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Scrum Master sind ja dafür da, die Ordnung zu halten und das Team zu schützen vor übergriffigen Product Ownern. So Dinge gibt es da nicht. Deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Bevor du weiterfragst, möchte ich aber die höchst gewotete Frage doch noch irgendwie auch stellen, wenn das in Ordnung ist. Nämlich, es sind doch nur öffentliche Einrichtungen, Public Money beteiligt und so weiter. Ja, natürlich, genau so ist das. Und wir haben einen langen Weg gehabt, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Es sind viele Bundesländer schon mit Open Data. Es geht in die richtige Richtung, es wird kommen. Ich bin wirklich zuversichtlich. Aber solange wie das noch nicht so ist, würde ich unbedingt darum bitten, nicht zu versuchen, die Daten zu klauen oder in WikiLeaks zu veröffentlichen. Das ist, glaube ich, eher beschädigend im Moment, als dass es uns wirklich weiterhilft. Ein Statement von einem Open Data Urgestein, als dass ich mich bezeichnen möchte. Danke. Vielen Dank, Arnulf. Letzte Frage vielleicht. Die Kommunen sind oft schlecht ausgestattet mit CPU. Da sind einfache Bilder zumeist die bessere Wahl. Wie wird dieses Problem von euch adressiert? Ich würde sagen, das ist eine Frage der Zeit und das ist neue Technologie und irgendwann muss die im Amt auch ankommen. Und wir müssen natürlich an der Menge der Polygonpunkte und der Menge des Gewichts der Daten noch arbeiten. Johann, was meinst du noch dazu? Ja, also zum einen sind die Kacheln im Schnitt 10 Kilobyte groß. Also Breitbandanbindung, glaube ich, haben wir jetzt tatsächlich in der Breite. Zweitens, ja, WMS und WMTS-Dienst hat geringere Anforderungen. An denen arbeiten wir aktuell. Und ansonsten auch das Thema leichtere Kartenstile für diejenigen, die mit weniger arbeiten können, denke ich, ist dann auch noch ein Thema für uns. Vielen Dank, Arnulf, vielen Dank, Johann, für euren Vortrag. Vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Um 10:30 Uhr geht es hier weiter. Bis gleich.